Apollo und Hyazinth ist ja schon jetzt eine etwas Ich bin Elisabeth Benning und ich mache für die Kinderoper Apollo und Hyazinth das Bühnen- und Kostümbild. Das ist ein sehr anstrengender Job, aber er ist total kreativ und macht mir viel Freude. Jetzt für unser Beispiel haben wir quasi uns entschieden, dass wir heutige Kostüme wählen. Das heißt, sie sehen so aus wie wir, wie du und ich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nichts nähen müssen, sondern ich kann das alles aus dem Fundus nehmen oder in der Stadt besorgen. Das bedeutet, es dauert wahrscheinlich gar nicht so lange, bis die Kostüme fertig sind. Es sind diese Entwürfe von Ihnen gemacht worden? Ja, die Entwürfe habe ich alle gemacht. Wir haben das Bühnenbild, das ist quasi die oberen Bilder, das Bühnenbild. Und darunter habe ich aufgehängt die Kostümentwürfe, wie die Figuren aussehen sollen. Dann im Modell kann ich das einfach so machen, das sieht gut aus. Und dann habe ich jetzt gestern in der Werkstatt gestanden und gedacht, das sieht ja doof aus. Wenn ich dann anfange zu sehen, wie sind die Sänger auf der Bühne, ändern sich die Entwürfe meistens auch nochmal. Wenn Ihnen mal nichts einfällt für einen Entwurf oder eine Kulisse, haben Sie dann so einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Stelle, wo Sie sich zurückziehen, wo Sie sich inspirieren lassen? Ich persönlich gehe meistens eine Runde spazieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich bewege und frische Luft bekomme, dass der Kopf dann ein bisschen durchlüftet und ich klarer nachdenken kann, fällt mir meistens was ein, ja.